Der Retro-Kompott-Stammtisch. Hier treffen sich jeden Freitag ab 21 Uhr Podcaster des Retro-Kompott-Teams, Hörer und Fans zum lockeren Talk über ihr Hobby. Die erste Stunde des fertigen Stammtisches wird hinterher allen Hörern des Retro-Kompott-Kanals kostenlos zur Verfügung gestellt. Die komplette Folge gibt es für alle Unterstützer bei Patreon und Steady. Jeder kann mitmachen, kommen und gehen. Wie an einem echten Stammtisch. Mal schauen, wer sich heute alles eingefunden hat. Herzlich willkommen beim Audio-Stammtisch des Retro-Kompott, Folge 179. Heute sind mit dabei der Micha, auch Sierra 76. Hallöchen. Hallo. Dann haben wir noch dabei den RSN 8887, der Arne. Hallo. Und dann ist noch dabei der Wolle 77, also known as Jungwolle. Hallöchen. Hallo, hallo. Ja, womit wollen wir denn anfangen heute? Also ich kann was sagen. Ja, ich habe ein paar Sachen zu sagen. Wir sind ganz Ohr. Eines wollte ich sagen, und zwar habe ich angefangen, was zu spielen, und zwar heißt das Deedlit in Record of Lodoss War, Deedlit in Wonder Labyrinth. Das hatte mir hier einer von euch mal empfohlen. Kennst du das? Also mir sagt das jetzt leider gar nichts. Was ist das denn? Das ist so ein Spiel wie Castlevania Symphony of the Night. Es ist ganz genauso so ein Metroidvania 2D von der Seite. Man spielt so eine Elfin mit so einem Minirock und einem Bogen und Schwert und rennt da so durch die Räume, wie ähnlich wie bei Metroid, und schnetzelt halt Monster nieder, findet irgendwelche Schlüsse für Türen und öffnet neue Gebiete und so. Und es ist eine wunderschöne Pixelgrafik, total schön animiert, so richtig so oldschool wie damals Castlevania Symphony of the Night. Echt toll. Und habe ich jetzt richtig lange gespielt auf der Switch. Ah, Switch, okay, das hätte ich jetzt noch gefragt. Gibt's aber auch woanders, scheint es, glaube ich, auch bei Steam zu geben und so. Und das, was mir jetzt aufgefallen ist, es ist etwas anders. Man hat halt diesen Bogen, und der Bogen ist relativ wichtig. Also man kann halt mit einer Taste mit dem Schwert schlagen, mit der anderen Taste diesen Bogen zücken und dann auch so in ganz viele verschiedene Richtungen zielen. Und dann gibt's immer so Rätsel, da muss man mit dem Bogen dann so an die Wände schießen, und dann prallt der Pfeil ab und prallt halt an so bestimmten Winkeln ab und haut dann irgendwie, zerschneidet dann ein Seil, was dann ein Gewicht fallen lässt, und dann öffnen sich Türen. Also kann man mit dem Bogen so ganz komisch über Umwege Türen öffnen und so. Und was mir vor allem auffällt, ist, wie unglaublich schön die Grafik animiert ist. Also wie sie da so steht. Wenn man einfach mal stehen bleibt, dann schnallt sie sich so den Umhang um, also drapiert den so vor sich. Oder wenn man rennt und sich duckt und alles, das sieht so schön aus. Und es ist auch eigentlich am Anfang relativ leicht, aber dann jetzt bin ich beim zweiten Endgegner, der ist jetzt schon etwas happig. Aber im Unterschied zu Symphony of the Night ist es nicht ganz so frei alles erforschbar, sondern es gibt eigentlich fast immer so einen Weg irgendwie, wie es weitergeht. Es gibt dann schon noch so ein paar Türen, die man, glaube ich, dann später öffnen kann und woanders auch noch mal so über Umwege mit Backtracking weiterkommt. Aber erstmal so im Großen und Ganzen ist es schon relativ klarer, wo der nächste Weg immer ist. Ist nicht ganz so verwirrend wie jetzt zum Beispiel bei Symphony of Night, wo man ja eigentlich dieses ganze Schloss da so mit der Karte so ein bisschen wirklich, also relativ frei erforschen kann. Hier ist das schon etwas, ja, so ein bisschen wie bei Metroid Fusion ist es eigentlich, so etwas mehr linear. Auf jeden Fall wunderschön. Also ich weiß auch nicht, wer das alles gepixelt hat, die Pixelgrafik, diese ganzen Animationen, wenn man rennt und so und alles. Ach ja, und dann das andere Witzige, was an Deedlit auch noch neu ist, ist, es gibt so eine Farbmechanik. Man hat so einen kleinen Dämon, der immer so um einen rumschwirrt, so einen kleinen Geist, das ist so ein Wassergeist und oder so ein Luftgeist, genau. Und dieser Luftgeist, der ist so blau. Wenn der aktiv ist, dann kann man so ein bisschen schweben immer über dem Boden. Das macht das Springen auch viel leichter, weil man viel leichter auf die Plattform springen kann. Aber man kann dann mit der R-Taste umschalten auf den Feuer-Dämon. Dann wird dieser Wassergeist zu einem Feuergeist, der um einen rumschwebt. Und der eigene Mantel ändert auch die Farbe. Der wird dann so von blau zu orange. Und dann kann man nicht mehr schweben im Sprung, aber dafür kann man Feuerattacken abwehren. Also wenn einen irgendwer mit so einem Drache mit Feuer bespeit, dann kann man das wenn man auf Feuer umschaltet, auf den Feuerdämon einfach absorbieren und dadurch Energie gewinnen. Und so muss man im Spiel auch ständig hin und her schalten. Je nach Gegner schaltet man halt um auf Feuer oder Luft. So ähnlich wie bei Ikaruga, wie bei diesem Schmupp, wo man immer die Farbe des Raumschiffs wechseln kann. Also das ist da auch noch mit drin, diese Mechanik.
Wobei, so eine ähnliche Mechanik gab es auch schon bei Portrait of Ruin, bei Castlevania, dass man so zwischen so zwei verschiedenen Charakteren immer umschalten kann. Nur hier sind es halt zwei Farben von deinem Umhang. Aber trotzdem, auch das ist ganz nett. Dann gibt es auch so Feuerbarrieren und dann wechselt sich das so ab. Feuerbarriere, blaue Luftbarriere, Feuerbarriere. Da muss man halt auch, während man da so durch die Barrieren rennt, immer seinen Mantel so umschalten. Also diesen Dämon immer so umschalten. Und dann kann man da so relativ zügig durchrennen. Braucht etwas Gewöhnung erstmal, sich dran zu gewöhnen. Auch das mit dem Bogen und so, dass man den immer ziehen muss. Und nicht einfach nur so immer mit dem Schwert schlagen kann, sondern immer Farbe wechseln muss und Bogen benutzen. Aber im Großen und Ganzen bin ich jetzt sehr begeistert. Musik ist auch total toll, so orchestralische, symphonieartige Musik. Wirklich süß gemacht. Echt toll. Ich habe mich mal umgeschaut. Also Record of Lotus War, Delayed in Wonder Labyrinth, hast du gesagt, ne? Ja, genau so heißt das, ja. Genau, gibt es auch im Moment bei Steam für 13,43 €. Also kann man sogar auf dem PC spielen. Hat durchgehend positive Bewertungen. Und, warte mal gerade, jetzt ist mir gerade meine Seite zugegangen. Jetzt wollte ich gerade was vorlesen, geht mir die Seite zu, schade. Ja, auf jeden Fall liest sich das ziemlich gut. Ja, es ist wirklich ein schönes Spiel. Also falls jemand keine Switch hat, kann er dies auch auf dem PC spielen. Hier steht auch, Record of Lotus War, Delayed in Wonder Labyrinth ist ein 2D-Metroidvania-Abenteuer, das unter der Aufsicht des Record of Lotus War-Schöpfers Ryo Mizuno entwickelt wurde und zum ersten Mal die Geschichte Deedlids im Vorfeld von Record of Lotus War Diadem of the Covenant erzählt. Ein Muss für Fans von Record of Lotus War wird Deedlid in Wonder Labyrinth auch Spieler, die nicht mit der Reihe vertraut sind, begeistern. Genau. Deedlid erwacht unvermittelt an einem ihr unbekannten Ort. Wo bin ich? Wie komme ich hierher? Die Stille bleibt dir eine Antwort schuldig. Auf der Suche nach Antworten macht Dido sich schließlich alleine auf den Weg. Ja, das klingt doch lustig. Erkunde alle 6 Level des Labyrinths. Genau, also, ich bin jetzt auch schon in Level 2, aber Story ist da ehrlich gesagt nicht viel. Also das klang jetzt so, als wird da eine großartige Story erklärt, aber so, also man muss auch Record of Lotus War gar nicht kennen. Es geht hauptsächlich halt um die Action, um das Gameplay. Also bei mir kamen jetzt vielleicht so 3 kurze Dialoge mit so Figuren, die da so rumstanden. Das war es aber auch schon nach ein paar Stunden Spielzeit jetzt. Also viel Story ist da nicht. Aber was ich auch ganz nett finde, ist, dass die Grafik ist total verschnörkelt. Also oben deine Energieanzeige, da sind so zig so kleine schnörkelige Sachen dran, so eine Metallverzierung überall, wenn du das Inventory aufrufst, auch dein Cursor, mit dem du da auswählst, hat so voll die Verschnörkelungen und kleinen Verzierungen. Also, und im Hintergrund sind dann auch so Statuen und so immer, die total detailliert ausgearbeitet sind. Und ein witziger Gegner ist mir auch schon begegnet, neben diesen normalen Gargoyles und solchen Sachen, gab es eine Türattrappe als Gegner. Also im Hintergrund sind manchmal so Türen, da kann man auch nicht reingehen. Aber dann war da so eine Tür, die ist da mit einmal aus dem Hintergrund nach vorne gesprungen und das war halt irgendwie, da stand das so, das war so eine Türattrappe, die in echt dann ein Gegner war. Das fand ich auch ganz witzig. Also auch die Gegner-Designs scheinen sehr originell zu sein. Und was anderes, was wir auch von Symphony of the Night abgeguckt haben, ist dieses, wenn man rennt, hinterlässt man immer so einen blassen, transparenten Schatten hinter sich her, weil man auch irgendwie so Magie Power ja hat und irgendwie haben sie das total von Symphony of the Night abgeguckt, weil das war da ja auch so. Um darzustellen, dass der eigene Charakter so diese magischen Fähigkeiten hat, da war da auch immer so ein Schatten, den man hinter sich hergezogen hat. Das ist auch eine witzige Idee. Das erinnert mich irgendwie gerade auch so an ein Spiel, was ich vor kurzem mal gespielt habe auf dem Aya Neo. Das war Flynn, Son of Crimson. Fand ich auch sehr, sehr süß. Also das werde ich mir auf jeden Fall auch noch mal über Steam runterladen. Und das ist so, Entschuldigung, das ist so genau mein Ding. Also Jump'n'Runs mag ich ja sowieso ganz gerne. Ich glaube, das habe ich auch auf der Switch gespielt. Flynn, Son of Crimson heißt das, ne? Genau. Ja, das ist auch wunderschön animiert. Das ist auch ganz, 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 ganz toll. Das hat mir auch echt mega gut gefallen, muss ich sagen. Ich wollte mir das Spiel gerade mal auf die Merkliste setzen bei Steam. Jetzt sagt er mir, ihr Steam Deck ist versandbereit. Aha, ja, jetzt musst du die Entscheidung schnell treffen. Nee, aber jetzt kommt der, jetzt schließen Sie Ihren Kauf vor dem 2. Juni um 18.36 Uhr ab, da ansonsten Ihre Reservierung automatisch gelöscht wird. Genau so, dann kriegst du deine 4 Euro wieder und das war's dann. Dann darfst du wieder von vorne anfangen. Juni oder Juli? Juni wirklich, Juni steht hier. Oh, weil das ist ja vor einem Monat.
Ja, ich hatte die tatsächlich, ich hatte ja hin und her überlegt, mache ich es nicht, aber ich habe mich dann dagegen entschieden. Deswegen war ich halt gerade, ich habe ja auch die 4 Euro wieder zurückgebucht, ist ja auch gut zurückgebucht worden. Also ich habe hier jetzt einen Button kaufen, abschließen, aber ja, steht eigentlich schon storniert dahinter. Ein bisschen komisch ist es. Hatte ich bei mir auch stehen, ja? Aber du kannst es nicht wieder bestellen. Okay, wäre jetzt auch im Moment nicht so. Also ich bin, glaube ich, ganz zufrieden, dass ich es nicht gemacht habe. Ja, weil ich bin nicht so der Handheld-Typ. Ich habe zwar so ein paar, aber die liegen hier mehr rum. Wenn ich da mal spiele, dann spiele ich doch eher so klassisch an einem großen Bildschirm oder so. Ne? Also ich nehme sie dir gerne ab, wenn was Besonderes dabei ist. Ich glaube, ich habe damals das nur aus dem Grund nicht storniert, weil ich Angst hatte, die 4 Euro zu verlieren. Ach, Ingo. Ingo. Hallo, Ingo. Hallo. Ja, aber Ingo. Erstmal. Stimmt, genau, stimmt nur, wirklich. Nur in also, Ingos Logik spart man 4 ja, Dollar, wenn man 300 verlieren, ausgibt. Weil, ja, ist doch verständlich, oder nicht? Ja, wenn man, ja, also, wenn man dich kennt, dann schon. Bei der Vorbestellung, da kriegt man das Geld nicht wieder. 60 Euro aus, damit ich 4 Euro sparen kann. Genau, das ist die Ingo-Logik. So macht Sinn. Genau. Ja, also ich bin mit dem Gerät auch zwiespältig. Ich weiß immer noch nicht, ob ich es jetzt lieben soll oder hassen soll. Also schlecht finde ich immer noch die Unterstützung der Spiele, weil für mich müssen eigentlich alle Steam-Spiele funktionieren. Also das ist eigentlich Pflicht, finde ich. Weil man hat halt so einen großen Shop, ja, und ich habe ja auch so viele Spiele auf Steam, also ich glaube so 400, 500 Spiele, und davon laufen gerade mal nur 60 perfekt, also die werden offiziell unterstützt. Und ja, und dann bei den anderen Spielen, also beim Rest, da läuft vielleicht jedes zweite Spiel dann so, ja, einigermaßen. Mehr recht als schlecht, mehr schlecht als recht. Ja, es gibt halt viele Spiele, die überhaupt nicht laufen. Und ich habe auch schon viele Spiele gekauft, die dann gar nicht gehen, wie zum Beispiel auch das Trials Rising, oder wie das heißt? Ja, Trials Rising, genau. Und was war denn noch? Also ich habe noch ein paar Spiele, die nicht funktionieren. Und da habe ich mich halt echt dann auch schon ein bisschen was geärgert. Aber du kannst sie ja umtauschen, innerhalb eines kurzen Rahmens. Und wenn du nicht zu viel Spielzeit hast, ich glaube weniger als 2 Stunden, dann kannst du sie ja umtauschen. Ja, wobei das Trials Rising, das wird wahrscheinlich irgendwann schon mal gehen. Und ich kann es ja notfalls auch dann über die virtuelle Maschine auf dem Mac spielen. Ja, ich habe da auch noch was rausgefunden, weil ich habe jetzt einige Spiele, die mich echt genervt haben, dass die nicht gingen, jetzt doch zum Laufen bekommen. Und zwar mit diesem Proton GE. Man kann ja über den Desktop-Modus im Discovery dieses Proton installieren, ja. Dann updatet sich wird so eine extra Proton-Version noch installiert, die Proton GE, die inoffizielle. Und Herrgott, damit läuft bei Steep, bei diesem Snowboard-Spiel, endlich der Controller, wenn ich das auf Proton GE stelle. Und bei Racing the Sun. Hatte ich dir den auch Tipp nicht gegeben damals, sogar mit Proton GE? Du hattest Proton GE schon mal erwähnt, aber mir war nicht klar, dass das diese Controller-Probleme behebt. Ich dachte, da geht es mehr so um Grafik oder wenn das Spiel gar nicht lädt. Achso, einfach mal probieren. Also generell gilt ja, jede Proton-Version ist halt ein anderes Überraschungspaket. Also, genau, man weiß nie, aber jetzt speziell, wenn Spiele das Steam Deck nicht als Xbox-Controller erkennen, dann Proton GE verwenden, dann scheint es zu gehen. Also, ja, das hat mich jetzt wieder sehr begeistert. Ich habe mir ja Portal gekauft und das ging rein zufällig. Ja, gut, wenn das jetzt nicht gehen würde, dann würde ich, Jochen an den Kopf greifen. Aber das läuft ziemlich gut, das macht richtig Spaß. Und aufgrund dessen habe ich jetzt auch wieder Portal auf der Xbox installiert und das meine Tochter spielen lassen, also meine 6-jährige Tochter. Und ich finde das total toll. Und die ist teilweise schneller als ich mit den Levels. Das ist Wahnsinn. Also, das ist echt interessant, dazu zu schauen. Jetzt spielen wir bei Portal 2 den Koop-Modus und der ist auch total genial. Mit diesen 2 Robotern, den würde ich auch gerne mal spielen. Der macht total Spaß und das ist einfach nur schön. Ja, und dadurch, gut, sie hat jetzt vielleicht so 10, 15 Level bei Portal 1 gespielt und da ist sie jetzt aber auch dazu in der Lage, jetzt ohne Probleme den Koop bei Portal 2 zu spielen. Also man hat jetzt natürlich dann so die Spielemechanik dann einigermaßen verstanden. Bei mir war das ja auch damals, ich glaube, das erste Mal, als ich bei Portal 1 diese Fallrätsel hatte, ja, wo man dann in die Tiefe stürzen musste, um dann mit der Beschleunigung, also horizontal, dann irgendwie zu springen. Ja, das habe ich am Anfang erstmal nicht verstanden, beziehungsweise das war mir irgendwie zu wirr. Und mit der Zeit gewöhnt man sich so richtig dran und das geht ja dann nur in Fleisch und Blut über, diese Spielemechanik. Ich habe was dazu auch letztens im Film gesehen, weil es ich habe diesen Doctor Strange Film geguckt, diesen Multiverse Doctor Strange Teil 2 Film, und da hat der eine auch so Portale erzeugt und genau das gemacht. Der fiel halt in ein Portal rein und flutschte dann horizontal aus dem anderen raus, und das haben die halt voll von Portal abgeguckt. Aber ich glaube, damals
bei Portal war das noch komplett neu. Das war eine komplett originelle Idee. Das hatte ich vorher noch nie so gesehen, diese Idee. Und meine Tochter, so cool, was sie gemacht hat, die hat dann so ein Endlosloch gemacht, ja, wo man halt von der Decke runterfliegt und dann immer wieder rein, ja, immer das habe ich auch rein als erstes gemacht. Und oder du kannst auch an den Raumecken, du kannst dir um die Ecke so Portale machen, dass du immer wieder sozusagen im Kreis gehst, so durch die Ecke. Und wenn du das machst, dann siehst du dich ja auch selber, weil du bist, wenn du dann nach links guckst, dann siehst du dich ja. Und das sieht voll komisch aus, weil wenn du dich selber anguckst durch ein Portal, dann dreht die mit einmal diesen Kopf so zu dir. Ja. Das ist ganz gespenstisch, weil das ist noch, glaube ich, dieser Code für die NPC-Charaktere in Half-Life. Weil wenn du nah an die rangehst, dann drehen die sich ja ihren Kopf zu dir. Und das machst du selber dann auch. Das sieht so gespenstisch aus. Oh, da habe ich so richtig so eine Gänsehaut bekommen, als das passiert ist. Mit so ganz leeren Augen guckst du dich selber dann so an. Hast du übrigens mitbekommen, dass vor 4 Monaten Portal 3 angekündigt worden ist? Nee, habe ich nicht mitbekommen. Ja, weil ich hatte so einige Videos gesucht zu Portal, beziehungsweise den Soundtrack, weil der ist ja auch genial, der Soundtrack. Und dann bin ich wird mir halt irgendwas, so ein Trailer zu Portal 3 angeboten. Da bist du sicher? War das nicht Verarschung? Ach doch, hier, Portal 3 Trailer, Tatsache. Das sieht also ziemlich, legit aus. Ich habe so ein Add-on von Portal 2, Portal Reloaded, das ist auch geil, mit der Zeitschiene. Das ist ja so ein Fan-Add-on. Ja, aber das Portal 3 ist tatsächlich ein offizieller Trailer, ist ja irre. Nee, ist das offiziell? Hier steht Official Trailer, aber. Ja, gut, das steht auch. Das ist ja nicht von Valve. Das ist ja nicht, das ist ja ein Video. Nee, ist das von Valve? Ja, ich weiß nicht. Also sieht schon ziemlich gut gerendert aus. Ich glaubte nämlich immer, dass Portal 3 Trailer alle Verarschung sind. Also einen Trailer gibt's wohl noch nicht, oder? Ja, weiß nicht. Also ist eine gute Frage. Also ich dachte, es wäre ein offizieller Trailer gewesen. Weil der Portal 3 Official Trailer, der ist von vor 6 Jahren. Das kann es ja nicht sein, das Video. Also, das ist auch gar nicht von Valve, das ist von irgendeinem anderen YouTube-Menschen. Ach so, okay, gut dann. Aber der ist gut gemacht. User disconnected from your channel. Also, ich finde jetzt nichts Offizielles. Okay, dann nehme ich das wieder zurück, das Statement. Ich denke, wenn das wahr wäre, wäre auch ein größerer Aufschrei durch die PC-Spielergemeinde gegangen. Ja, es hätte mich auch gewundert, weil ich habe wirklich gedacht, ich hätte das jetzt verpasst. Ich habe meiner Tochter schon erzählt, es kommt Portal 3. Toll. Oh je. Portal 1 und 2 kamen ja gerade auch für die Switch raus. Die Portal Companion Edition. Aber ich glaube, da ist nichts anders hier, aber es ist einfach Portal 1 und 2. Also die uralten. Ja, nochmal eben zurück, Miri, zu diesem Flynn Son of Crimson. Das ist wirklich toll. Ich schaue mir hier gerade nochmal die Screenshots an, was da später noch kommt. So, da sind hier bei Steam so ein paar Screenshots. Also das muss ich auch mal weiterspielen, ehrlich gesagt. Hast du das durchgespielt oder weit gespielt oder nur so kurz auch? Nein, soweit habe ich das nicht gespielt. Ich habe es quasi angespielt nur und habe beschlossen, es mir selber auch zu kaufen, weil es war nicht mein Aya Neo, das hatte ich von Michi vom Dragon Box Shop mal ausprobiert, weil ich selber keins habe. Also nicht das, also er hat schon das Next Generation, ich habe noch das alte und hab schon echt überlegt, ob ich das Alte gegen das Neue tauschen soll, aber ich glaube, ich warte lieber noch ein bisschen. Aber von der Grafik hat mir das halt mega gut gefallen. Und wie du schon sagst, so schön animiert und auch von der Story her ganz niedlich. Also das will ich mir auf jeden Fall weiter, genauer angucken. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also es scheint jetzt auch wirklich eine neue Riege von 2D-Grafikkünstlern zu geben, die das echt super machen, so richtig oldschool, von Hand alles. Das Flynn gehört auf jeden Fall dazu und ich finde das Dietlit auch, weil dieses Dietlit, da habe ich auch echt gedacht, das ist eigentlich fast schon die Henk Niebuhr-Qualität. Also da hat irgendein anderer Grafiker das echt geschafft, das auch so schön zu zeichnen. Könnte man fast denken, das ist halt von Henk Niebuhr selber gemacht. Und das Gefühl hatte ich bei diesem Flynn auch. Wobei man hat da ja diesen Hund oder so eine Art Fabeltier, auf dem man reiten kann und so. Das ist auch so witzig gemacht. Das fällt dann ja, fängt dann auch an zu schlafen, wenn man es so liegen lässt und so. Ach, herrlich. Ich werde berichten. Das gibt's auch für 14 Euro im Moment bei Steam. Ja, ist gerade im Angebot bis 7. Juli, glaube ich. Ja. Ja. Ich habe dann auch mal schauen, noch was gespielt. Und zwar habe ich Drive Club auf der PS4 weitergespielt. Und das ist ja auch, oh Gott, ist das schön, dieses Spiel. Also so Autorennen halt. Und bei Drive Club habe ich jetzt diese Standardeinstellung gewählt, dass man auch so eine Bremshilfe bekommt in den Kurven. Und damit komme ich halt auch, es ist halt so eine Art, ich glaube, das ist voreingestellt auf so eine Art Arcade-artige
Geschichte. Also es kann wohl auch als Simulation fungieren, aber voreingestellt ist es halt eher so ein bisschen arcadisch. Da kommt dann auch immer so eine Nachricht, sie haben die Bremshilfe aktiviert. Wollen sie wirklich jetzt die ausstellen oder nicht oder so? Und ich habe das immer angelassen, weil dann kann man das fast spielen wie das alte Test Drive. Kommst halt wunderschön um die Kurven rum und so. Hast trotzdem das Gefühl, dass alles relativ realistisch aussieht und so. Und auch mit dem mit der Cockpit-Sicht und so, es kommt einem schon alles sehr realistisch rüber, auch die Töne und alles und die Grafik. Aber ich komme halt um die Kurven rum. Und bei Drive Club habe ich jetzt richtig mehrere Strecken noch weitergespielt, diese Rennen da, die man da so spielen kann, weil online geht ja nicht mehr, die Online-Server sind ja abgeschaltet, aber man kann halt noch im Einspielermodus einfach die Rennen gegen den Computer fahren. Und da ist mir auch was aufgefallen, warum mir das so gefällt, verglichen jetzt mit zum Beispiel Project Cars oder Gran Turismo. Weil bei Drive Club ist das alles so, die Strecken sind so unglaublich bunt und schön gestaltet. Und bei diesen Project Cars und Gran Turismo, bei diesen richtigen Simulationen, da sind die so grau und langweilig, die ganzen Strecken. Und ich habe da mal ein bisschen drauf geachtet, was da alles abgeht bei Drive Club. Ne? Und es ist wirklich unglaublich. Da, zum Beispiel, wenn es regnet, ich habe das Wetter auf Zufall gestellt. Das heißt, wenn ich ein Rennen fahre, wird immer zufällig entschieden, ob es jetzt regnerisch ist oder sonnig und so. Und dann bin ich halt so in Schottland im Regen gefahren. Und man könnte ja denken, es ist grau in grau, müsste total langweilig sein und so. Und ganz im Gegenteil war es immer noch total spannend und bunt. Weil erstmal werden die Regentropfen, wenn sie auf deine Windschutzscheibe fallen, richtig simuliert und werden dann von den Scheibenwischern auch richtig mit so einem Schmieren so weggewischt. Das sieht schon wahnsinnig aus. Und dann ist es auch so gemacht, dass du im Hintergrund dann so den Sonnenuntergang siehst, die Regenwolken und dann kommt richtig so ein Regenbogen irgendwie und alles. Überall ist trotzdem immer noch alles bunt und spannend, was so um die Strecke rum so passiert. Oder die Zuschauer werfen dir dann so Konfetti auf die Straße, dass dann so über dein Auto wegfliegt, dass du also immer das Gefühl hast, da passiert was, da ist was bunt und interessant und toll anzuschauen, selbst im grauen Regen sozusagen. Und dann bin ich in Japan gefahren und da war das auch so, da bin ich irgendwie in der Nacht in Japan gefahren, wo man eigentlich auch denkt, da ist ja alles schwarz, aber dann waren von meinen Scheinwerfern angeleuchtet halt, kamen diese Bäume, das waren halt pinke Kirschbäume, weiße Blüten an den Bäumen und ich habe die durch meine Scheinwerfer immer angeschienen gesehen, selbst in der Nacht. Und dann flogen halt diese ganzen Blüten von den Bäumen, diese Blätter da auf die Straße und wurden dann auch weiter gewirbelt. Dann hat mein Hinterauto hat mich mit seinem Scheinwerfer angeschienen. Mit einmal wurde mein eigenes Cockpit erleuchtet vom Scheinwerfer meines Hintermannes. Und da dachte ich auch, die haben es echt geschafft, dass das immer toll aussieht, egal was ist. Dann bin ich irgendwann in Norwegen gefahren, auch in so einer ganz rauen Berglandschaft. Aber dann waren da immer so in so einer eisigen Berglandschaft, wo eigentlich auch fast nur Schnee war, aber dann waren da immer so Feuer am Straßenrand, die richtig gebrannt haben, so Osterfeuer oder sowas. Also unglaublich, auch die Tunnel sind richtig bunt irgendwie, von so ganz bunten Neonlichtern beleuchtet und so. Also da sieht man echt, was das für ein Unterschied sein kann, ob sich da die Entwickler richtig reinklemmen und diese Strecken halt schön gestalten, so jede Kurve genau gestalten und so, oder ob das einfach so der Nürburgring ist, so grau und langweilig, wie er halt in echt ist. Das ist echt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und deswegen gefällt mir halt auch das Drive Club so gut. Jetzt verstehe ich das auch. Das sind ja auch die Leute, die eben auch das hier Motorstorm gemacht haben. Und die haben das halt drauf. Ganz kurze Frage. Design. Warum bitte schön ist denn der Nürburgring grau und langweilig? Ja, bei Project Cars und Gran Turismo ist der grau und langweilig. Da sind halt selbst, also sagen wir mal so, selbst das Grün der Bäume bei Drive Club, da sind nicht nur ein paar grüne Bäume, da sind halt so Fahnen, die halt mit diesem Logo von Drive Club und dann sind da Leute, die irgendwie jubeln und dann weiß ich nicht, ist da noch ein wunderschöner Sonnenuntergang im Hintergrund und dann fallen noch die Blätter von das Laub von den Bäumen auf die Straße und alles sowas. Und das fehlt halt bei so Gran Turismo oder Project Cars komplett. Da ist die Strecke halt einfach so zweckmäßig da, aber eben total langweilig gestaltet. Also es ist zwar realistisch, aber es sieht halt öde aus. Und auch zum Beispiel, wenn ich bei Drive Club in die Bande haue, dann kommen richtig so, dann sprühen so richtig Funken, wenn das Metall aneinander schabt. Und diese Funken sind halt auch so wunderschön orange und fliegen so über der Windschutzscheibe so weg. Und solche Sachen, das ist einfach so unglaublich spannend und interessant, die ganze Zeit aussieht, allein von der Optik. Und der Sound ist natürlich auch der Wahnsinn. Und das fehlt mir halt bei diesen anderen Simulatoren total. Jetzt auch ich habe ja auch Ride ausprobiert, dieses Motorradrennen auf Steam und so. Und das ist alles eigentlich nur grau in grau und relativ langweilig, ehrlich gesagt. Also da, finde ich, haben die bei Drive Club, so alt es ist, schon was viel Besseres geleistet, finde ich, so von der Abwechslung her und der Grafik. Aber es ist natürlich auch in der Sache begründet, weil Drive Club,
das sind ja, man fährt da ja nicht auf offiziellen Rennstrecken, sondern man fährt ja so durch Städte und eher, das ist ja eher so, so eine Art Straßenrennen. Aber im Vergleich zu Drive Club, finde ich, fällt selbst Forza Horizon ab. Weil auch bei Forza Horizon ist es nicht so schön gestaltet, die Strecken, die Rennstrecken, wie bei Drive Club, ehrlich gesagt. Das Einzige ist, dass Forza Horizon eine offene Welt ist und Drive Club natürlich nur begrenzte Strecken hat. Und ich glaube, darin ist auch der Hauptunterschied, weil wenn du eine einzelne kleine Strecke hast, die du halt genau designen kannst, zum Beispiel in Japan, da fährst du dann über eine Brücke auf so eine kleine Insel, wo da so irgendwelche buddhistischen Gärten oder irgendwas so am Rand sind oder irgendwelche komischen Schreine, an denen du vorbeifährst und so, weil jede Kurve, jedes Teil der Strecke ist halt voll genau durchdesignt, dass es cool aussieht. Und bei Forza Horizon, das sieht an sich von der Engine her und so, ist es natürlich besser von den Effekten, so wie die Schatten gerendert werden und so alles, ne? Und die Auflösung der Texturen ist natürlich viel besser, aber das Design der Strecken ist ja lang nicht so durchdesignt, sondern es ist halt einfach so ein riesiger Open World, wo man halt, kann man halt mal Glück haben, dass mal etwas ganz interessant aussieht, aber im Großen und Ganzen ist es eher etwas schlaff. Ich habe gerade mal geguckt, ich habe sogar Drive Club VR hier in meinem Regal. Ah, cool, ja, VR kenne ich jetzt nicht. Ja, die VR-Version ist cool. Also die ist echt lustig. CD gekauft. Ist das eine ganz andere Version oder ist das das gleiche Spiel? Ja, das ist ganz anders. Das kann man nicht vergleichen. Ja, musst du einfach mal probieren. Es ist zwar von der Grafik relativ grob pixelig, also mit VR. Allerdings, was richtig cool ist, wenn du halt in so einem Formel-1-Wagen drin sitzt, ja, dann musst du halt wirklich dann über die, wie nennt man denn den Aufbau? Also du musst quasi, du guckst also ja mit deinem Kopf raus. Genau, rüber gucken. So, und meiner Frau ist es mal passiert, die hat sich dann auch hingesetzt und die war, weil die kleiner ist als ich, ja, da konnte sie nicht rausgucken aus dem Formel-1-Wagen. Da hat sie dann direkt einen Lachanfall bekommen. Telefonbuch unter den Hintern. Sie hat einen Lachanfall bekommen. Stehst du, setzt sich ins Auto rein und dann, ja, kann sie nicht rausgucken. Und es war echt lustig. Ah, das ist witzig, wo man auch das Lenkrad verschieben muss. Ich habe das auch immer bei Sarah, wenn ich in das Auto steige, was sie immer fährt, da muss ich immer erstmal das Lenkrad umstellen. Man kann das Lenkrad so hoch und runter klappen, ne, bei den meisten Autos. Und dann, sie stellt sich das immer so komisch ein. Ah, herrlich. Ja, das stelle ich mir auch cool vor. Also ich muss echt sagen, die hatten einfach, also was ich mir so denke ist, es kommt halt nicht nur auf die Features der Grafik-Engine an. Also es kann ja super toll sein mit Raytracing und was weiß ich, aber das Design muss halt auch stimmen. Das künstlerische Design an sich muss halt auch gut sein. Da kannst du noch so eine gute Engine haben, ne? Wenn die Häuser da halt nicht genau in der Kurve so schön platziert sind und am Rand da nichts passiert, am Streckenrand, dann ist es halt auch wieder langweilig. Also das ist schon, ist da schon wirklich eine Leistung, finde ich, was die bei Drive Club abgeliefert haben. Gerade vor allem auch auf einer PS4 oder in meinem Fall PS4 Pro, aber wirklich ziemlich beeindruckend. Ich hatte dann auch das Gefühl, ich bin dann irgendwann so in Mexiko oder auf irgend so, Mexiko oder in Chile, kann man ja auch in Chile fahren, und ich könnte schwören, als der vor mir über den Schotter gefahren ist, da habe ich richtig so die kleinen Steine gesehen, die so an meiner Windschutzscheibe und an meinem Seitenfenster abgeprallt sind. Und ich dachte, die haben sogar die Fenster dreckig gemacht, aber ich konnte das dann nicht reproduzieren. Also ich habe dann versucht, absichtlich irgendwo hinzufahren, wo vielleicht vor einer mir über den Schotter fährt, aber irgendwie ist das nicht mehr passiert. Aber ich hatte das Gefühl, dass selbst das da so als Effekt so eingebaut wurde. Oder das andere, wenn du in der Nacht fährst, ne, in den Nachtstrecken, weil das da ja immer etwas düsterer und eigentlich so im Grunde langweiliger ist, dann kommt mit einmal ein Feuerwerk im Hintergrund so mitten in der Nacht. Du fährst halt in die zweite Runde und mit einmal ist ein Feuerwerk, irgendwie der ganze Himmel explodiert in Feuerwerksexplosionen. Einfach, um das halt in jedem Fall interessant zu gestalten, egal wo du gerade bist. Es ist schon der Wahnsinn. Ich bin so froh, dass ich das Spiel noch ergattert habe, weil im Store gibt's das ja nicht mehr. Ah ja, und dann kann ich auch noch eben erzählen, dann habe ich noch was gespielt. Ich weiß nicht, ob euch sowas interessiert, aber es gibt ja dieses dieses Snowboard- und Skispiel. Und ich mag solche Spiele echt total gerne, weil ich ja früher auch mit der Familie immer in Skiurlaub gefahren bin und auch relativ viel Ski gefahren bin. Und irgendwie macht das echt total Laune im Spiel, auf Skiern irgendwo runter zu rasen. Und Steep läuft übrigens auch aus dem Steam Deck hervorragend, wenn man auf Proton.GE stellt. Und das bringt halt genau dieses Skifahr-Feeling rüber. Also am Anfang ist es auch so ein bisschen komisch mit der Steuerung, muss ich erst dran gewöhnen. Aber du kannst da so wunderschön diese, ist halt auch Open World, riesiger Berg, mehrere Berge. Es gibt, glaube ich, die Alpen mit Mont Blanc und so. Und dann gibt es noch die die Berge in Alaska. Und das bringt das so schön rüber, wie man auf diesen Skiern steht und da so runterrast. Dann kannst du richtig, zumindest in der geupdateten Version, weil damals auf der PS4,
Ich hatte das damals, als es relativ neu war, da war das noch nicht. Aber du kannst auch so jetzt zumindest, in der aktuellen Version, kannst du mit dem linken Stick ganz normal steuern. Und wenn du nach vorne drückst, gehst du halt so in Schussposition und rast so voll im Schuss irgendwie den Berg runter. Und der Schnee verformt sich dann auch so richtig unter dir. Oder du kannst auch, und du kannst dann auch lenken und so. Aber du kannst auch mit dem rechten analogen Stick noch anders die Skier verdrehen. Und du kannst dann sozusagen gerade runterfahren. Und wenn du mit dem linken analogen Stick zum Beispiel nach links lenkst, dann machst du halt eine Kurve nach links. Aber wenn du mit dem rechten analogen Stick nach links drückst, dann bleibst du weiter mit deinem Körper nach unten gerichtet, aber drehst nur die Skier so zur Seite weg. Und damit kannst du wie beim echten Skifahren halt so kurz ein bisschen deine Geschwindigkeit reduzieren. Und oder du kannst mit beiden analogen Sticks zusammen sozusagen nach links drücken und dann machst du so eine ganz scharfe Kurve nach links und hältst dann halt auch an und schiebst den Schnee so vor dir her. Oh, und das ist auch so unglaublich herrlich. Ich habe das gestern richtig lange gezockt auf dem Steam Deck und war halt wirklich hin und weg. Du kannst natürlich auch Stunts machen, das ist ja der ganze Witz. Du kannst dann so springen und dann halt so ähnlich wie bei SSX 3 dann halt auch so dann verschiedene Stunts machen, dich in der Luft drehen und so. Aber es gibt auch verschiedene Missionen auf diesen Bergen, wo du dich hinteleportieren kannst. Da gibt es dann auch so eine Art Story-Mission, wo einfach das Ziel dieser Story-Mission ist, einfach einem anderen Skifahrer oder Snowboardfahrer sozusagen zu folgen. Und während du da so runterfährst, ganz gemächlich und gemütlich, wird dir so eine Story erzählt. Da kommt so eine Stimme aus dem Off, die dir sowas über den Berg erzählt und das Festival und so und labert dich so ein bisschen voll, so ein bisschen poetisch auch manchmal, so ein bisschen kommen da so ein paar Gedichte so von über den Geist des Berges oder was weiß ich. Und dann fährst du da so runter, irgendwie durch diese wunderschönen Landschaften. Und alles ist mit diesem weißen Schnee, der halt dann auch immer so sich unter dir so verformt und alles. Es ist echt auch absolut herrliches Spiel. Und das Steep, das gab es auch vor kurzem ganz billig. Ich glaube, bei Steam habe ich es mir für $10 oder so gekauft. Man kriegt echt richtig viel Spiel fürs Geld, finde ich. Also riesige Berge, wo du dich da auch, also da kann man echt viele Stunden mit Spaß haben. Und auch eine ziemlich komplexe Steuerung und auch irgendwie ein realistisches Gefühl mit Snowboard oder Skiern. Auch wie, also, wie das animiert ist. Die, wie du so die Skistöcke hältst und dich so im Gewicht so nach links und rechts bewegst beim Runterfahren da. Und du kannst dann auch einfach dich entscheiden, an jedem Punkt einfach so, ich nehme jetzt meine Skier ab. Du hast halt so eine Art Waffenmenü, nur statt Waffen wählst du halt deine aus, ob du Ski, Snowboard oder Fallschirm oder sowas haben willst. Und da gibt es auch eine Option, einfach die Füße. Du kannst also einfach dann die Skier abschneiden und zu Fuß rumlatschen. Und dann bin ich da mal einfach so ein bisschen zu Fuß auf diesen Berg rumgelatscht. Das ist natürlich total lahm. Aber wie das animiert war, wie er dann, wenn es steiler wird, so sich mit den Füßen so abstützt und dann mit den Händen noch so nach oben krabbelt. Also selbst diese Animation, wie man da zu Fuß latscht, ist schon so unglaublich. Also und ich habe dann auch gelesen, dass Steep ist wohl auch ein Spiel, was von so einem Entwicklerstudio bei Ubisoft als Hobbyprojekt sozusagen nebenbei gemacht wurde, weil das Skifahr-Enthusiasten waren angeblich. Und die wollten halt so eine Lobeshymne an das Skifahren irgendwie produzieren. Und das merkt man voll, dass die halt richtig so begeistert davon waren. Und es war dann wohl auch ein relativ großer Erfolg ein paar Jahre lang. Es gab dann auch immer mehr DLCs und so. Und jetzt haben die aufgrund des Erfolgs von Steep vor, ich glaube, einem halben Jahr oder so ein neues Spiel rausgebracht. Das heißt Riders Republic, wo man dann außer Skifahren auch noch BMX und Mountainbike oder sowas hat und andere Sachen. Und da ist wieder das passiert, was ich inzwischen so hasse. Leider bei Riders Republic wurde alles ver-Fortnite-ifiziert. Alles wurde simpel gemacht, simplere Comic-Grafik, die ganze komplexe Steuerung und zwei Analog-Sticks wurde komplett verdummt und runtergedampft auf was viel Simpleres und ja, das ist wohl nichts dann mehr. Alles ist nur noch auf Online-Gaming ausgelegt und so ähnlich wie bei Fortnite, also das ist dann wohl nicht so der Hit. Ich habe es mir jetzt auch nicht gekauft, nur drüber gelesen. Aber also das Riders Republic ist wohl leider nicht Steep 2 und auch leider eher so, ja, wie Fortnite dann irgendwie so eine Art Fortnite des Extremsports oder so sollte das wohl werden. So ähnlich wie mit diesem Onrush, mit ganz hässlichen Farben, total simpler Grafik, auch selbst der Schnee sieht schlechter aus und so. Alles sieht irgendwie so ganz billig aus auf einmal, so ganz simpel. Und ich finde es schrecklich, aber ich denke, die Entwickler müssen das machen, weil die ganzen Jugendlichen von heute, die wollen halt sowas spielen, was so aussieht wie Fortnite. Das ist halt irgendwie gerade total in und jetzt wird alles in dieser Hinsicht so gemacht. Ich find's schrecklich, aber zum Glück kann man ja Steep auch noch spielen. So, das war jetzt mein Rant. Ich sehe gerade, Steep gibt's auch bei Steam für $6 gerade. Das ist echt so der Hammer. Also, boah, wie billig das ist bei Steam alles. Habt ihr sowas mal gespielt, solche Ski- oder Snowboard-Spiele? Ja, also ich finde die eigentlich auch ganz lustig.
Vor allem das Steep, das habe ich auch gespielt. Und es hat auch einen sehr guten Eindruck gemacht. Aber ja, habe es dann nur mal angetestet, so eine halbe Stunde. Und das Riders Republic, da hätte ich eigentlich auch Bock, das zu kaufen. Aber das ist mir halt irgendwie zu teuer. Aber ich kann mir vorstellen, gerade auf dem Steam Deck müsste das echt ziemlich Spaß machen. Also was ich von Riders Republic jetzt gelesen habe, ist, dass das Skifahren und Snowboardfahren nicht so komplex und sozusagen anspruchsvoll sein soll wie bei Steep. Aber dass dafür eben gibt es eben Mountainbiking. Und das Mountainbiking soll wohl richtig Laune machen, ne, mit dem Fahrrad da über den Schlamm und so zu rasen. Und dass die meisten Leute, die so Steep-Fans waren, die jetzt Riders Republic spielen, dass die wohl eher sich auf die Mountainbikes konzentrieren und nicht so sehr auf das Skifahren. Und das soll wohl so das Mountainbiking soll wohl so das Beste sein. Übrigens bei Steep fand ich auch das Fallschirmspringen und dieses mit diesem Fluganzug, das fand ich gar nicht so gut. Also mir gefällt da eigentlich auch bei Steep hauptsächlich eigentlich das Skifahren oder Snowboardfahren. Wobei das Skifahren mehr Spaß macht als Snowboardfahren auch. Also mir zumindest. Aber ich bin auch früher nie Snowboard gefahren, ich bin immer nur Ski gefahren als Kind. Guten Abend. Kennst du ja Lonely Hallo. Mountains Downhill Hallo. Wegen Na, BMX-Rad oder so? Hat das mal einer von euch gespielt? Ich hatte es mal auf dem Schirm, dass ich es mir kaufen wollte. Ich habe es mir aber noch nicht gekauft. Musst du unbedingt, weil wenn du sagst, dir gefällt das BMX ganz gut. Also Lonely Mountains fand ich super. Ich muss zugeben, ich habe es auch noch nicht gekauft. Ich hatte es nur damals im MS, im Microsoft Game Pass, irgendwie Xbox Game Pass, mit drin gehabt. Und ich habe gesagt, irgendwann kaufe ich es mir, wenn es auf GOG verfügbar ist. Aber es wird nicht auf GOG verfügbar werden. Also ich werde es irgendwann auch mal auf Steam kaufen, weil es wirklich ein Riesen-Gaudi gewesen ist. Also definitiv nicht nur bei mir, also mein Sohn hat es auch gespielt. Wir haben es irgendwie zu zweit nebeneinander gespielt. Das ist also ein Trial-and-Error-Mountain-Biking-Spiel, wo du dann auch Möglichkeiten hast, irgendwelche Abkürzungen zu finden und so. Also es ist nicht einfach, es ist nicht wirklich so ein bisschen ein Sportspiel, sondern eher ein Geschicklichkeitsspiel. Aber dadurch, dass du mit jeder Runde versuchen musst, einfach den besten Weg zu finden und dann denkst, ach, da geht's ja auch lang und hier und da und überhaupt und immer schauen musst du das richtige Timing auf dem Gamepad hast, macht das irgendwie total Bock. Also das kann ich nur empfehlen. Ah, 9,99 Euro gerade. Mm. 9,99 kostet das gerade. Es sieht auch cool aus. Sieht halt weniger aus wie so eine Simulation, als mehr wie so eine Art Indie-Spiel, so ein stilisiertes arcadiges Spiel eher, könnte ich richtig, mir fast vorstellen. Richtig, genau. Ja. Ja gut, es ist halt mehr Geschicklichkeit als jetzt so richtig Arcade, weil du gehst so oft kaputt, wenn du da nicht schnell genug reagierst, beziehungsweise die Strecke nicht kennst. Also musst du die Strecke auch echt auswendig lernen, die lernst du auch auswendig, weil du eigentlich unendliche Trials hast irgendwie, um das Ding zu spielen. Ich weiß gar nicht, war das ein Zeitlimit irgendwie? Ich weiß nicht mehr, was es genau gewesen ist, aber der Tilt-Shift-Effekt ist halt super auf den schnelleren Konsolen beziehungsweise auf dem PC, das sieht halt absolut gigantisch dann aus mit dieser Unschärfe im Hintergrund. Das kommt dann auf der Switch nicht so gut, aber man kann es auch auf der Switch spielen, da gibt es auch eine Variante für. Oder ja, zu. Ist auch gerade reduziert. Normal kostet es 20, jetzt kostet es gerade 10. Und es gibt sogar eine Demo und es ist ein Spiel aus Deutschland. Ja, cool. Sieht echt auch super aus. Vielleicht reicht es ja, wenn man sich einfach Steep für das Snowboarden kauft und dann das hier, Lonely Mountains Downhill, für das Fahrradfahren und dann kann man vielleicht Riders Republic erstmal links liegen lassen. Wobei es Riders Republic auch gar nicht gibt bei Steep. Es sei denn, du willst echte Simulation, also vielleicht ist tatsächlich aber da Riders Republic näher dran. Ja, aber da haben sich auch jetzt, also ich habe bei Reddit so einige Reviews gelesen und mir auch einige YouTube-Videos angeguckt, weil ich halt jetzt voll auf dem Steep-Flash bin und dachte so, ah, Riders Republic, ist das vielleicht Steep 2? Und da haben sich eigentlich alle drüber aufgeregt, dass das total verdummt wurde, also so total simpel gemacht, so eher so wie Fortnite. Von daher ist, glaube ich, Riders Republic auch nicht so die richtige Simulation des Mountainbikings. Ist auch eher so Arcade-artig, aber ja. Vielleicht kann man es vom Stil her des Lonely Mountains eher so mit Dings, Trackmania vergleichen. Also es ist schon eher ein Trial-and-Error-Game und nicht eins, ich rase jetzt mit irrsinniger Geschwindigkeit irgendwo runter. Vielleicht kannst du irgendwann mal einen Track so gut und kennst alle Abkürzungen, dass du da echt gut runterrasen kannst. Aber es ist schon ein bisschen mehr Trial-and-Error statt eben Simulation, Action oder wie BIMX-Simulator von Codemasters auf dem C64, was ich immer noch liebe. Das ist auch, geht mehr. Da war ich so schlecht Rennen. Drin. Da war ich immer nur total schlecht in diesem BMX-Simulator. Ich glaube, du musst da richtig auf die Bremse steigen, also richtig abbremsen immer, sonst sieht man da echt kein Licht. Ja, muss man richtig, beziehungsweise die Kurven richtig nutzen, aber da musst du auch das richtige Timing drauf haben, damit du die Kurven auch mitnehmen kannst, weil sonst fliegst du raus in den Kurven. Also eigentlich weniger abbremsen, als immer diese Kurven mitnehmen. Aber da bin ich auch nicht wirklich gut. Ich glaube, ohne Cheat bin ich auch nur ins dritte Level oder so gekommen, aber ich pack's immer mal wieder rein. Ja, diese Schrägkurven, genau. Ja, herrlich. Also das Downhill kaufe ich mir dann vielleicht auch mal demnächst, dieses Downhill. Lonely Mountain Downhill heißt es, glaube ich, ne? Für das, ja. Genau so, ja. Lonely Mountains Downhill. Ja, und auch schon DLC. Halt,
Genau, es gibt DLCs, du kannst es online spielen und gerade wegen dieser Online-Anbindung, es gab wohl die Nachfrage im Steam-Forum, ob das nicht auch auf GOG ohne DRM veröffentlicht werden könnte, aber sie sagen, allein schon wegen dieser Rankings und wegen dieses Multiplayers und so weiter, könnten sie es auf GOG aktuell nicht veröffentlichen. Beziehungsweise halt aktuell, ich glaube, die Antwort ist auch schon 1-2 Jahre alt jetzt. Also sowas hat mich bei Steep auch erst wahnsinnig gemacht, weil man muss, um das spielen zu können, sich bei diesem scheiß Ubisoft Connect einloggen, obwohl man ja schon bei Steep eingeloggt ist. Und es war ein Krampf. Allein dieser Login-Screen war schon so langsam und träge und scheiße. Und auch dieses, zum Glück kann man Steep so weit spielen, ohne dieses Ubisoft Connect wirklich zu benutzen. Außer dem Einloggen braucht man sonst eigentlich nichts davon. Aber ich habe dann auch gestern mal so nach DLC suchen wollen und einmal dieses Ubisoft Connect dann aufgerufen, was man auch so völlig bekloppt mit Shift F2 irgendwie machen muss. Und sobald dieses Overlay kam, ging alles in die Knie. Das ist irgendwie so ein JavaScript-Browser-Gedöns, was sich da über dein Spiel legt und alles fing an zu ruckeln und es war nicht schön. Also da regen sich die Leute auch nur drüber auf. Also diese ganze DRM-Scheiße und diese ganzen Services, dieses ganze Zeug da, also es gibt ja nicht nur Ubisoft Connect, es gibt ja auch EA Play und das finde ich alles schrecklich. Aber gut, es geht halt nicht anders. Also das Ding ist auch voll als Singleplayer spielbar, also nicht falsch verstehen. Das Lonely Mountains Downhill kann man durchaus komplett alleine spielen. Man muss da nicht Multiplayer machen. Ich glaube, es wird nicht direkt in die Richtung gepusht. Wer Bock drauf hat, kann da Multiplayer spielen. Aber du kannst genauso gut gucken, dass du ein Level nach dem anderen durchkriegst und danach alle 4 Levels. Oder wie viele Landschaften waren das? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, 4 Landschaften mit jeweils 4 Levels oder irgendwie sowas. Die kannst auch einfach so in der Singleplayer durchspielen, dich über deine tollen Punkte oder Bestzeiten freuen. Also Empfehlung auf jeden Fall. Cool. Mir fällt gerade noch was ein. Ich habe nämlich mit Motocross jetzt auch doch erstmal wieder aufgehört. Mit Motorstorm Pacific Rift habe ich erstmal wieder aufgehört. Weil, wo du das gerade sagtest mit diesen 4 Levels, bei Motorstorm Pacific Rift ist mir nämlich aufgefallen, dass in jeder der 4 Welten hatte ich ja die ersten 3 Strecken schon gehabt. Und dann kam das erste Rennen jeweils mit der jeweils 4. Strecke. Und ich mochte die 4. Strecken der ganzen Welten nicht. Also die man sozusagen als letztes freispielt, die fand ich blöd. Die waren mit einmal total kompliziert, mit ganz vielen so recht 90-Grad-Kurven und so und alles. Und dann habe ich erstmal aufgehört. Also es ist auch witzig, dass diese Spiele natürlich immer, oder sehr oft, die besten Strecken, die bestdesigntesten Strecken einmal am Anfang zeigen. Und je länger man spielt, dann die späteren Strecken werden zum Teil, zumindest bei Motorstorm finde ich es, jetzt bei Motorstorm Pacific Rift war es so, dass die letzten Strecken, die man sozusagen freischaltet, auch wirklich die schwächsten sind. Also irgendwie am enttäuschendsten. Interessant, hatte ich bisher nie gehört. Auch so ist. Ja. Nee, ich kannte die auch gar nicht, diese letzten Strecken. Also es war dann wirklich, das war dann, also eine war halt in so einer Art, bei so einer Zuckerplantage und es waren dann nur noch so Wände, überall waren rechtwinklige Wände und man musste durch irgendwelche Häuser rasen, das hat dann gar keinen Spaß mehr gemacht, also passte dann auch gar nicht so gut zu dieser Engine, wo man ja eher so auf so riesigen Rampen und so und riesigen Klippen und so fährt, statt jetzt durch so enge, kleine 90 Grad Wände und Gebäude und so fast schon labyrinthartig angeordnete komische Siedlungen und Gebäude, das ist ganz komisch, oder ja, Bauernhöfe. Das klingt nach dauernd Bremsen. Da hätte ich jetzt weniger Bock bei Motorstorm. Ja, genau. Genau. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass sie da bewusst die tollsten Strecken am Anfang des Spiels zeigen. Aber das war ja auch früher bei Spielen schon so. Ich meine, oft war es ja auch so bei alten C64-Spielen. Ne? Der beste Level war meistens der erste oder zweite. Und dann wurde es dann später doch erheblich schlechter, weil das natürlich dann auch fast keiner sieht. Weil die meisten Leute spielen es an. Ne? Oder auch die Tester spielen halt die ersten paar Level. Und wer spielt es denn wirklich durch? Also das war schon immer so, finde ich, bei Spielen so ein bisschen so ein Problem, dass die Qualität durchgehalten wird bis zum bitteren Ende so. Aber egal, ist auch ein ganz anderes Thema. Also ich habe mir jetzt endlich mal Nex Machina gekauft, letzte Woche. Ja, das lohnt sich auch, das ist doch genial. Alter, also ich muss sagen, ich habe das Ding lange auf meiner Wunschliste gehabt und irgendwann habe ich gedacht, ich muss GOG unterstützen und ich muss natürlich auch die Entwickler unterstützen, weil nach diesem Spiel meinten sie ja 2 Monate später, Arcade is dead. Weil sich eben Nex Machina nicht so gut verkauft hat. Und ich habe die immer doch, ich hab die schon wirklich sehr gerne gemocht eigentlich, die Spiele von denen. Aber auch Nex Machina war so ein Ding, ich habe die Videos gesehen, habe gedacht, oh scheiße, das sieht echt nach Bullet Hell aus und ob ich das in dem Alter noch packe, in die Richtung. Ich muss aber sagen, ja, es hat bullig-hellige Ansätze, aber es ist auf jeden Fall machbar und es ist total fair. Also das finde ich vor allen Dingen absolut irre, das Design, was da dahinter steckt, das Spieldesign. Also für die es jetzt nicht kennen, du kämpfst immer ein paar Minuten lang oder so, immer in einer kleineren Arena und dort sind so ein paar
Leute von dir, die du einsammeln musst, die du retten musst. Und dann poppt man allen Ecken und Enden irgendwelche Aliens auf, so ein bisschen Gauntlet-mäßig, weil sie rennen alle auf dich zu. Aber es gibt da halt einfach so ein paar faire Punkte, zum Beispiel dort, wo diese Gegner auftauchen, da leuchtet der Hintergrund so ein bisschen. Das heißt, du weißt genau, oh, an der Stelle sollte ich nicht bleiben, weil gleich kommt da ein Gegner und so weiter. Also das Spiel ist total vorhersehbar. Du weißt, was als nächstes kommt. Das ist trotzdem schwer zu meistern. Das finde ich absolut genial. Ist so eine ist in so einer Top-Down-Ansicht. Und ja, ich fand's geil, aber anscheinend Anja auch. Ja, es hat auch ein bisschen was von Robotron, ne? Die Menschen retten, die Monster erledigen mit Twin-Stick-Mechanik. Aber man hat ja auch extra Waffen, man kann ja auch dashen, man kann ja auch so sozusagen so, ja, dashen halt. Und man hat ja auch Smart Bombs. Um an den Gegnern vorbeizukommen, ne? Hab genau, man muss dashen, kapiert. Ja. Manchmal bist du so eingeschlossen und du hast vielleicht gerade keine Smart Bomb, dass du es dann versuchen kannst, übers Dashen rauszukommen. Das ist einfach genial. Man wird zum Dashen manchmal gezwungen und es gibt auch so Level, die größer sind als ein Bildschirm, also Squall dann auch, ne? Und dann gibt es ja auch so Barrieren, die man umgehen muss und so zig Sachen. Aber das Tolle ist auch, jeder Level ist eigentlich immer nur so ein paar Sekunden, ne? So eine halbe, so 30 Sekunden lang oder so. Es geht so schnell. So zack, 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 bumm, nächster Level oder tot. Ja, ich habe auch kurz gezögert, als ich gesagt habe, mehrere Minuten. Im Endeffekt hat man wirklich das Gefühl, es ist vielleicht manchmal doch weniger als eine Minute, die man da umballert. Ich habe auch viele Spiele gemacht, die waren 2 Minuten, 5 Minuten. Das geht schnell. Also man ist schnell tot, aber. Oh, es ist übrigens auch, lese ich gerade, hier bei Steam sehe ich es gerade, dass auch Eugene Jarvis, also der Programmierer, der Robotron und Smash TV erfunden hat, der war daran auch mit beteiligt. Genau, also ja. Der alte, Eugene Jarvis hat da mitgemacht und natürlich die Grafik. Ich meine, oh, dieses Ganze, diese Voxel-Explosion, wie alles fetzt und die ganzen Lichteffekte, diese ganzen Neon-Effekte und diese Musik auch, diese Techno-Musik die ganze Zeit. So eine Sprotze, ja, es ist ein bisschen 80er-Musik, wobei ich zugeben muss, ich habe sie ein bisschen zurückgedreht, ich habe sie im Wohnzimmer gespielt und was mir bei Hausmarke doch immer aufgefallen ist, dass die so einen brachialen, geilen Surround-Sound haben. Du hast Schüsse aus allen Richtungen und das ist in dem Spiel ein bisschen zurückgedreht, weil die Musik so laut ist. Deswegen habe ich ein bisschen die Musik leiser gedreht, aber die ist auch einfach genial. Das Gesamtpaket muss man echt sagen. Die Reviews waren wohl auch einfach gut, aber ja, hat nichts genützt. Wobei, was heißt nichts genützt? Ich finde, man könnte hier und da vielleicht tatsächlich Returnal raussehen. Also diese geometrischen Schüsse, die diese Gegner abfeuern und so weiter, hat mich schon brutal an viele Videos und Screenshots von Returnal erinnert, weil Returnal selber habe ich nicht. Aber das ist ja quasi das nächste Spiel von ihnen gewesen, das nächste große. Ja. Und Returnal ist ja eigentlich auch noch relativ arcadig. Also die natürlich. Also Arcade ist Dead, stimmt ja nicht. Sie haben gesagt, sie wollen nach Next Machina, weil sie es sich nicht gut rentiert, diese Art Spiel. Sie wollen was Komplexeres machen, was Story-basiertes, Längeres. Aber Returnal war ja eigentlich auch noch so eine Art Arcade-Spiel, was man in kurzen Schüben so spielt. Wahrscheinlich mal 2D, also nicht von der Seite und nicht von oben, was sie bisher immer gemacht haben, sondern ist jetzt echt Ego-Shooter-Ansicht. Aber ich dachte, ja, da könnte durchaus noch die DNA drin sein, die sie schon immer hatten und die sie Gott sei Dank behalten haben damit. Das Coole an Next Machina finde ich auch, es gibt viele versteckte Sachen. Es gibt oft so am Rande des Levels irgendwelche Truhen, die man finden kann und die einem dann extra Waffen geben und oft auch extra Leben. Und es gibt auch diese Möglichkeit, zum Beispiel die letzten paar Gegner jetzt nicht gleich zu töten und noch ein bisschen zu warten, dann kann man oft noch mehr der Menschen retten oder halt noch andere Extrawaffen finden. Das finde ich auch ganz witzig. Genau, das ist der Punkt. Du ballerst dich nicht nur durch, sondern du musst echt strategisch überlegen. Ballerst du zuerst den einen großen Gegner weg, damit der nicht so viele Schüsse abfeuert und rettest dann die anderen oder rettest du zuerst die Leute und schießt dann gewisse Gegner ab oder rennst in dieses oder jenes Eck. Also du musst echt teilweise strategisch dann vorgehen und dir echt überlegen, was ballerst du als erstes weg. Was ich allerdings nicht verstanden habe, noch nicht, vielleicht kannst du es mir sagen, wie kriege ich denn die richtige Extrawaffe oder kann die durchswitchen? Kann man die durchswitchen überhaupt, die Extrawaffen? Oder ist es immer das zuletzt Aufgesammelte, was du als Extrawaffe kriegst? Soweit ich mich erinnere, ist es immer das zuletzt Aufgesammelte. Also ich glaube, es gibt keinen Knopf, um die umzuschalten. Und da ist auch das Lustige, wenn du kaputt gehst, da lässt du, wie bei anderen bekannten Games, die Waffe liegen und wenn du sie aufsammelst, dann kannst du sie wiederverwenden und wenn du sie nicht aufsammelst und gehst dann kaputt, dann gehst du ohne extra Waffe in den nächsten Endboss-Fight rein. Ja, aber man hat ja, glaube ich, 2 Knöpfe, man hat ja 2 Waffen, man hat, glaube ich, eine Hauptwaffe und eine Sekundärwaffe, bei mir, beziehungsweise Smart Bomb, irgendwie so eine Art bombenartige Sache hat man immer noch auf einem Knopf, glaube ich. Ja, je nachdem, was du eingesammelt hast. Und ich bin jetzt beim dritten Bossgegner hängen geblieben, weil ich
das Gefühl hatte, da braucht man doch jetzt irgendwie gewisse Extrawaffen. Und eine einfache Smartbomb reicht da nicht, sondern dann eher vielleicht dann doch der Raketenwerfer. Aber da musst du den auch halt vorher eingesammelt haben. Also ich hatte auch den Verdacht, dass wenn du vor so einem Extra stehst, dass du vielleicht, dass es drauf ankommt, wie du auf dieses Ding draufballerst. Also dass er dann, dass diese Extrawaffe dann ihre Eigenschaft ändert, dass du also eventuell dann, je nachdem wie lange du drauf warst, eine Smartbomb kriegst oder einen Raketenwerfer oder was weiß ich auch immer. Bin ich aber nicht ganz sicher. Gibt ja keine Anleitung. Also wüsste ich jetzt auch nicht, glaube ich nicht, aber wüsste ich auch nicht. Weil sonst wäre es ja manchmal einfach unfair. Doch, es gibt doch im Spiel, glaube ich, so eine Art, gibt es nicht so ein Tutorial zum Auswählen oder so, wo das erklärt wird? Ich weiß auch nicht mehr genau, aber irgendwas gab's. Okay. Ich gucke nochmal bei GOG, ob nicht doch eine Anleitung dabei war. Aber weil das es gibt Extrawaffe nicht auswählen kann, wäre für die ein bisschen ein Hindernis. Auch der Hammer, es gibt auch versteckte Level. Ich bin auch mal in der ersten Welt. Ich habe die erste Welt relativ oft gespielt und versucht, so Geheimnisse zu entdecken. Und es gibt versteckte Exits, womit du in Level kommst, in so Bonus-Level, Bonus-Level-Sequenzen. Also zumindest in der ersten Welt. Irgendwann, da gibt es echt so eine Art versteckten Weg, da muss man irgend so eine Wand wegballern oder so und dann kommt man mit einmal in einen anderen Level. Da kommt dann auch so Bonus, irgend so ein Text kommt dann auch, dass es optional ist oder Bonus-Stage oder sowas. Ja, ich kann mich auch dran erinnern, als ich die erste Welt abgeschlossen hatte, hatte ich 23 von 64 gerettet. Da dachte ich, okay, ich habe das Spiel noch nicht verstanden. Ich habe auch nicht verstanden, wann so ein Levelabschnitt vorbei ist. Plötzlich springt er ins nächste. Ja, eigentlich, wenn du alle Gegner tötest. Aber es gibt, wie gesagt, auch irgendwelche versteckten Exits und so. Es ist schon sehr, sehr viel drin, so an Kram. Schon, ne? Da kann man viele decken. Das Tolle ist auch, dieses mit den Menschen retten ist auch ganz ähnlich wie bei Resogun, ne? Weil es sind gar nicht so viele Menschen, es sind nur so 2 oder 3 Menschen pro Level und du hast auch, kriegst dann auch immer so eine Warnung, dass die jetzt attackiert werden und jetzt musst du diesen oder jenen Menschen schnell retten, bevor er halt von diesem Monster da so aufgesogen oder getötet wird. Und das ist auch, fand ich auch bei Resogun so toll, weil da war das auch so, da hatte man auch immer noch so richtig so eine schöne Warnung und noch so ein paar Sekunden extra Zeit, die Leute dann zu retten, wenn sie wirklich jetzt attackiert werden und so. Also der gleiche Entwickler. Alles und, basiert auf allem. Also alle, ihre ganzen Spiele sind so eine Progression irgendwie, ne? Es wird immer weiterentwickelt, so die verschiedenen Ideen und so. Genau. Das, was mir auch noch eingefallen ist, was ich auch erst spät kapiert habe, von deiner Figur gehen so Pfeile raus. Und diese Pfeile zeigen an, wo diese Menschen sind, die du retten musst. Das hat auch bei mir länger gedauert, bis ich es kapiert hatte. Dachte ich auch, wie genial ist das? Du weißt, wo du hinlaufen musst, wo du die Leute retten musst. Gleichzeitig siehst du, wo die Gegner alle herkommen. Das finde ich total fair, weil ich habe vorhin nochmal Geometry Wars 3 reingeschmissen. Und da siehst du auch, wo die Gegner kommen. Aber oft bleibe ich an der Stelle stehen oder die tauchen zu schnell auf. Das Gefühl hatte ich nie bei Nex Machina. Ja. Hat jemals das Gefühl, es ist total fair irgendwo. Ja, ich bin auch kein Fan von Geometry Wars 3. Also ich liebe Geometry Wars 1 und 2, aber 3 mag ich gar nicht, wegen dieser Unübersichtlichkeit. Und Nex Machina mag ich auch total gerne. Das gefällt mir dann wiederum sehr gut. Man kann es halt auch falsch machen. Das Geometry Wars 3 zeigt irgendwie, wie man es nicht machen sollte. Es ist zu unübersichtlich. Gegner kommen aus dem Nichts, erscheinen praktisch direkt neben dir. Du siehst sie nicht, weil sie hinter dieser dummen 3D-Landschaft versteckt sind, sozusagen. Das nervt. Die sind halt viel zu schnell da. Würden die einfach doppelt so lange brauchen, bis sie da sind. Zwischen Ankündigung und sie sind jetzt da, dann wäre es wahrscheinlich einfacher. Aber ich habe es vorhin nochmal gespielt. Ich war total happy, ins dritte Level zu kommen. Ich überlege, wie viele Levels das Ding hat. Ich dachte auch, entweder bin ich blöd oder das Ding ist brutal schwer. Also ich finde es schwer. Geometry Wars 3 ist wirklich schwer, aber es macht mir auch nicht so richtig Spaß. Ich finde, es ist, durch dieses komische 3D-Gedöns, dass man da immer so rumrutscht auf diesen 3D-Objekten, macht es mir irgendwie nicht so richtig Spaß. Nex Machina ist da. Nex Machina ist eigentlich immer noch auf einer sozusagen flachen Ebene. Von daher ist es übersichtlicher. Gibt es übrigens auch gerade bei Steam für $6 runtergesetzt. 70% reduziert, das Nex Machina. Ist auch irre, dass es ein Hausmarkspiel, was ja eigentlich PlayStation-exklusiv war, immer, dass es das auf einmal bei Steam und bei GOG gibt. Sehr ungewöhnlich. Nee, die haben immer, manche Spiele waren exklusiv, aber, und auch das Spiel, was du vorhin genannt hast, das Resogun, das gibt's, glaube ich, immer noch nicht auf PC. Also manche Spiele haben sie wirklich plattformübergreifend entwickelt, unter anderem eben auch das Nex Machina. Super Stardust hieß es, glaube ich. Das ist ja auch von ihnen. Das gibt's ja auch nicht auf dem PC. Genau. Also Nex Machina ist eigentlich eher so eine Ausnahme, finde ich, dass das gibt, ja. Aber ich finde es cool. So kann ich es halt auch auf dem Steam Deck spielen, portabel. Ja, Outland kam mal zwischendrin. Das war auch für den PC, sehe ich gerade auf der Webseite. Also ein paar PC-Sachen waren immer mal wieder dazwischen. Ein paar Plattformen, für Super Stardust Delta gab es für die PS Vita.
Dead Nation gab es wiederum nur für die PS3. Also immer so ein bisschen durchgewechselt. Also Outland würde ich auch endlich noch mal weiterspielen. Ich habe es auch letztens noch mal probiert vor ein paar Monaten, aber ich kam nicht mehr rein. Ich hatte irgend so einen Spielstand, wo ich echt immer sofort sterbe, also wo es einfach so schwer schon ist. Aber ich habe jetzt auch das Gefühl, dank diesem Record of Lord of War Deedlit in Wonder Labyrinth, weil das auch so eine Farbwechselmechanik hat, dass ich vielleicht damit so ein bisschen das so langsam lerne. Und wenn ich vielleicht Deedlit durchgespielt habe, bin ich dann endlich bereit, auch mal Outland zu versuchen. Weil da muss man echt dieses Farbwechseln wirklich also instinktiv irgendwie drauf haben. Das kenne ich gar nicht. Das Outland 2011. Mhm. Ja, da ist auch so ein seitlich scrollendes Run and Gun, wo man ähnlich wie bei Ikaruga die Farbe der eigenen Spielfigur ändern muss. Und je nach Farbe kann man bestimmte Schüsse absorbieren. Also die Schüsse, die gleiche Farbe wie man selber hat, kann man, glaube ich, absorbieren. Und die andere Farbe haben, den muss man dann ausweichen. Und da muss man halt immer mit dieser Farbe da so agieren. Oh, toller Style und auch noch Partikelkram wie immer. So ja, ist eigentlich ein Bullet-Hell-Jump'n'Run, könnte man sagen. Wirklich, ist auch Wahnsinn. Also das könntest du heute noch veröffentlichen als neues Spiel, weil das Stil ist absolut irre, zeitlos. Ich sehe jetzt gerade nur die Screenshots, aber das sieht ja absolut irre aus. Die Muster der verschiedenen Schüsse sehen auch so toll aus zum Teil. Übrigens bei Nex Machina ist das auch toll, beim ersten Gegner, das ist ja so ein Terminator-artiger Kopf, die Schüsse von dem, das sind auch kleine Totenschädel. Also selbst die Schüsse sind nicht immer nur runde Kugeln, sondern manchmal sind das auch richtig so kleine Gesichter und so. Das ist so toll. Und irgendwann kennst du auch die Gegnertypen innerhalb der Level, dass du genau weißt, oh, der ist schlimm, das ist dieser Scheibenschießer, der in, keine Ahnung, in vier Richtungen schießt und so weiter, dass du echt sagst, okay, den mach ich als erstes platt. Also total irre. Wie gesagt, Bossgegner finde ich schon fast einen Tick zu hart. Andererseits muss man erwarten, dass ich das Spiel an einem Abend durchspiele. Ist ja auch doof dann. Gut, es sei denn, man geht auf Highscores. Da ist es ja schon ein bisschen drauf ausgelegt. Dass man kann ja auch continuen, ne? Ich glaube, es gibt ja Continues, dass man in der zweiten Welt wieder anfängt oder so, aber dann verliert man seine Punktzahl leider oder sowas. Irgendwie so, ne? Ja, genau. Mhm. Also schon extrem fair. Du kannst die einstellen, du kannst auch, ich habe, glaube ich, auch auf Beginner gestellt, also da habe ich unendliche Continues, aber du kannst auch auf Hard spielen, da hast du, glaube ich, nur 1, 2, 3 Leben oder sowas und das Spiel komplett fertig und du kannst von Anfang an wieder anfangen. Also das, was alle von Demon's Souls und Dark Souls verlangen, mach doch einen Easy-Mode und einen Profi-Modus rein. Ist da drin. Nicht alle, ein paar verlangen das. Ich glaube, man kann Next Machina sogar zu zweit spielen, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ja, ich glaube, da war ein Koop-Modus, habe ich aber auch nicht probiert. Nee, ich habe auch niemanden, mit dem ich das spielen kann hier. Ja, genau, Koop gibt's ja. Für zwei Spieler. Wäre mal cool. Wenn man sich irgendwann mal trifft in der Location oder so, dann müsste man das mal spielen. Zu zweit. Das ist bestimmt toll. Es sei denn, es wird zu unübersichtlich. Das kann man sich auch vorstellen. Wobei, es wird eh schon so viel geballert. Ob dann einer ballert oder zwei, ist dann wahrscheinlich auch schon wurscht. Und ich habe jetzt viele Abende, jetzt nicht zu lange, aber immer mal wieder für ein Stündchen mit Lego Builders Journey verbracht. Das ist gigantisch. Also, finde ich. Also teilweise auch ein bisschen komisch. Ich finde die Steuerung für dieses Spiel ungewöhnlich, ja, nicht komplex, aber so Anfänger, komplette Joystick-Anfänger, so reine Lego-Fans, die denken, ich kaufe mal ein Lego-Spiel, für die finde ich es von Steuerung her jetzt vielleicht nicht ganz optimal, auch weil es mit der Perspektive nicht immer ganz optimal ist und man diese Grafik nicht um irgendwie 360 Grad drehen kann, um zu sehen, ja, wo muss ich den Stein jetzt hin positionieren im dreidimensionalen Bild, aber es sieht so schön aus und gegen Ende jetzt, ich schätze, ich bin gegen Ende, finde ich die Rätsel dann doch auch ein bisschen knackiger, weil es ein bisschen ins Actionhafte reingeht oder ich habe die Levels nicht verstanden, aber da muss man dann auch mal ein bisschen schneller reagieren. Da ist einem, finde ich, die Steuerung ein bisschen im Weg, aber insgesamt ein so schönes, nettes Spielchen einfach. Und eben auch nicht ganz so einfach und nicht ganz so doof. Also muss man schon auch ein bisschen überlegen dabei. Also absolute Empfehlung auch an der Stelle. Ein 3D-isometrisches Puzzlespiel kannte ich auch gar nicht. Ja, im Endeffekt sogar mit so einer Art Mini-Story. Also das am Anfang so ein kleines Tutorial und so weiter. Ja, alles klar, wie ich die Steine positionieren kann und so weiter und so fort. Und danach geht es dann so los, dass du eine große Lego-Figur an dem einen Ende des Levels hast und eine kleine Lego-Figur an dem anderen Ende des Levels. Und diese kleine Lego-Figur, die ist anscheinend so klein, dass sie es nicht schafft, über mehr Steine hinwegzuspringen, sondern diese kleine Figur kann nur von einem zweierglatten Lego-Stein mit einem Knöpfchen zum nächsten glatten Zweier-Lego-Stein mit dem Knopf obendrauf springen. Das heißt, du hast dann immer zwei oder mehr von diesen kleinen Zweiersteinchen, die du dann vor ihm positionieren musst, dann springt er automatisch weiter. Ist ein bisschen schwer zu erklären, vielleicht einfach mal im Video ein bisschen angucken oder ein YouTube-Video oder so sich dazu ansehen. Hat halt Raytracing-Grafik und es sieht halt wirklich
fast fotorealistisch aus und das ist schon gigantisch. Es gibt viele Leute, die sagen, das Spiel ist viel zu kurz und viel, also vor allen Dingen die Kritik ist, glaube ich, dass das Spiel zu kurz wäre. Aber ich glaube, 10 Euro jetzt gerade auch wieder im Sale oder sowas. Es ist wirklich, es sind ein paar nette Abende, glaube ich. Es sei denn, man nimmt sich wirklich 6 Stunden Zeit oder sowas. Dann kann sein, dass man es durchspielt. Müssen wir bei How Long to Beat gucken, wie lang das Ding ist. Euch hat der heutige Stammtisch gefallen? Dann hören wir uns doch sicher auch nächste Woche wieder. Ihr habt nur eine Stunde hören können? Dann unterstützt uns bei Patreon unter www.patreon.com/retrocompot oder Steady und ihr erhaltet Zugriff auf die kompletten Folgen. Ihr konntet die gesamte Folge hören, als seid ihr bereits Unterstützer und hilft Projekte wie dieses langfristig zu sichern. Falls ihr selbst mal am Stammtisch teilnehmen wollt, ist dies ganz einfach. Informationen findet ihr auf unserer Homepage www.retrocompot.de. Erreichen kann man uns unter mail@retrocompot.de. Bis nächste Woche!